Barrieren in Games. Wir haben Barrieren in Spielen gefunden, zusammen mit Melly, Dennis und unseren FreundInnen vom Spieleratgeber. Barrieren heißen für manche, ich kann das Game nicht spielen. Wir finden, alle sollen mitspielen. In nächster Zeit wollen wir euch die Barrieren zeigen. Wir zeigen Barrieren in vier Bereichen. Steuern, sehen, hören, verstehen. Hoffentlich gibt es diese Barrieren bald nicht mehr. PS, wir wollen die häufigsten Barrieren zeigen. Das heißt, wir können nicht alle zeigen. Wenn du findest, wir haben eine wichtige Barriere vergessen, schreib uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns immer über Nachrichten. Wir wollen deine Erfahrungen hören. Heute zeigen wir euch Barrieren im Bereich Steuern. Wir zeigen euch diese Barrieren: Tasten gedrückt halten, Tasten oft drücken, Quicktime-Events, Zeitdruck, Tasten nicht umstellbar. Erstens: Tasten gedrückt halten. In vielen Spielen musst du eine Taste gedrückt halten. Bei Mario Kart 8 Deluxe gibst du damit Gas. Das kann anstrengend oder unmöglich sein. Dafür bietet das Spiel eine tolle Option. Die Autobeschleunigung lässt dich automatisch fahren. Die Bilder zeigen die Einstellungen im Mario Kart 8 Deluxe Menü, wenn du fährst. Zweitens: Tasten oft drücken. In manchen Spielen musst du eine Taste oft drücken oder auch mehrere Tasten, wie ein Hämmern. Das heißt Button-Mashing. Meistens kommt das in spannenden Szenen vor. Dann muss es oft auch schnell gehen. Auch das kann für manche unmöglich sein. Drittens: Quicktime-Events. Hier musst du rechtzeitig die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Man spricht das Quicktime-Event. Das kann schwierig oder unmöglich sein. Es ist wichtig, dass du das ausstellen kannst, sonst können nicht alle mitspielen. In Marvel Spider-Man gibt es oft Quicktime-Events. Hier muss man rechtzeitig die Kreistaste drücken, was auf diesem Bild aus dem Spiel gezeigt wird. Viertens: Zeitdruck. Spannung und Aufregung gehören zu manchen Spielen dazu. Aber es ist wichtig, dass du im Spiel einstellen kannst: Ich möchte mehr Zeit für manche Aufgaben. Oder: Ich möchte Hilfe im Spiel. Im beliebten Online-Spiel Gartic Phone gibt es die Möglichkeit, die Zeit, die man zum Malen hat, deutlich zu verlängern. Auf dem Bild von Gartic Phone werden die verschiedenen Spielmöglichkeiten gezeigt. Kein Druck, bleib ruhig. Die Uhr tickt nur, wenn die Mehrheit auf Fertig drückt. Fünftens: Tasten nicht einstellbar. In Spielen ist die Steuerung unterschiedlich. Vielleicht fällt es dir schwer, dich an die richtigen Knöpfe zu erinnern. Oder du kannst bestimmte Knöpfe nicht gut drücken. Zum Beispiel, wenn du deine Hand nicht so gut bewegen kannst. Dann müssen die Tasten einstellbar sein. Das heißt zum Beispiel, ich kann mit einem anderen Knopf springen oder laufen. Die Einstellung ist am besten im Spiel und nicht auf der Konsole. Dann kannst du die Tasten genau für das Spiel einstellen und für andere Spiele andere Tasten. Das geht zum Beispiel bei Rocket League. Hier kannst du zwei Steuerungen aussuchen oder eine eigene machen. Abschluss. Das waren die Barrieren im Bereich Steuern. Was fällt dir beim Steuern schwer? Hast du Tipps, wie es besser klappt? Hast du Ergänzungen? Nächste Woche geht es weiter mit dem Bereich Sehen. Heute zeigen wir Barrieren im Bereich Sehen. Wir zeigen euch diese Barrieren: unleserliche Schrift, unleserliche Menüs und Unterscheidung durch Farbe. Erstens: unleserliche Schrift. Manche Texte sind nicht so gut zu lesen. Wir zeigen dir Beispiele. Weil sie verpixelt oder zu verschnörkelt sind. Hier wird ein Text gezeigt in Schreibschrift. Er ist nicht so gut zu lesen. Besser ist eine simple und klare Schrift.
Nun wird der Text in Druckschrift gezeigt. Er ist nun gut zu lesen. Weil sie zu klein sind. Hier ist ein viel zu kleiner Text gezeigt. Besser ist ein großer Text. Nun ist der Text größer. Er ist gut zu lesen. Weil sie auf einem schlechten Hintergrund stehen. Der Text ist auf einem dunkelgrünen Hintergrund. Besser ist bei dunklem Hintergrund helle Schrift und bei hellem Hintergrund dunkle Schrift. Nun ist der Text auf einem pinken Hintergrund. Er ist besser zu lesen. Weil zu viel Text auf einmal kommt. Hier wird ganz viel Text auf einmal gezeigt. Besser ist, nicht zu viel Text auf einer Seite. Nun werden für den Text drei wichtige Sätze angezeigt. Er ist viel übersichtlicher und besser zu lesen. Solche Beispiele gibt es auch in Spielen. Besser wäre eine große und gut lesbare Schrift auf einem Hintergrund mit viel Kontrast. Gut ist auch, wenn klar ist, wer gerade spricht. Zum Beispiel in Animal Crossing New Horizons. Hier wird ein Screenshot von Animal Crossing gezeigt. Anton sagt, oh Mann, bin ich müde, aber egal, alles fein bei dir, Miek Miek? Man kann den Text gut lesen. Zweitens. Unleserliche Menüs. Die meisten Spiele haben ein Menü. Das kannst du aufrufen. Im Menü kannst du verschiedene Dinge tun, zum Beispiel in einem Kampf Attacken auswählen, Gegenstände benutzen, die Einstellungen ändern und vieles mehr. Es ist wichtig, dass du das Menü gut lesen kannst. Leider sind manche Menüs viel zu klein. Oder auf einem bunten Hintergrund, zum Beispiel bei The Sims 4. Die Schrift ist hellblau und auf hellem Hintergrund. Darum hat sie nicht viel Kontrast. Außerdem sind die Schrift und die Möbel sehr klein. Ein Screenshot von The Sims 4. Man sieht ein Haus und verschiedene Betten zur Auswahl. Man kann die Schrift nicht gut lesen und die Betten auch nicht gut erkennen. Bei zu bunten Menüs wäre toll, wenn du das Menü für dich passend einstellen kannst. Zum Beispiel, wenn du die Schrift größer und mehr Kontrast machen kannst. Drittens. Unterscheidung durch Farben. Manche Menschen können bestimmte Farben nicht erkennen oder unterscheiden. Das nennt sich Farbenfehlsichtigkeit. Dann sehen zum Beispiel Rot und Grün total ähnlich aus. Eher so. Es ist ein Beispiel von einer Farbfehlsichtigkeit mit Rot-Grün gezeigt. Rot und Grün sind kaum voneinander zu unterscheiden. In manchen Spielen ist aber wichtig, dass du Farben unterscheiden kannst. Zum Beispiel in Mario Kart 8 Deluxe. Da gibt es einen roten und einen grünen Panzer. So sehen sie aus. Ein Bild von den beiden Panzern. Und so sehen sie für einen Menschen mit einer Rot-Grün-Schwäche aus. Ein Bild von den beiden Panzern mit einem Filter. Ganz schön schwer zu unterscheiden, oder? Besser wäre, wenn die Panzer unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel wie bei diesem besonderen Panzer. Ein Bild von einem weiteren Panzer ist dazugekommen. Der unterste Panzer hat Stacheln. So kann man ihn sogar ganz ohne Farben von den anderen unterscheiden. Hier sieht man nochmal ein Bild mit Filter und dass man den untersten Panzer gut erkennen kann. Wichtige Dinge im Spiel dürfen nicht nur unterschiedliche Farben haben. Besser ist, wenn sie auch unterschiedlich aussehen oder Muster haben, zum Beispiel wie in Among Us. Du musst Drähte richtig verbinden. Rot mit Rot, Blau mit Blau und so weiter. Nicht schlimm, wenn du die Farben nicht unterscheiden kannst.
Die Drähte haben Symbole. Anstatt die Farben zu verbinden, verbinde einfach die passenden Symbole. Hier siehst du einen Screenshot aus Among Us. Das waren die Barrieren im Bereich Sehen. Auf welche Barrieren triffst du am häufigsten? Hast du Tipps, wie es besser klappt? Hast du Ergänzungen? Nächste Woche geht es weiter mit dem Bereich Hören. Heute zeigen wir euch Barrieren im Bereich Hören. Wir zeigen euch diese Barrieren: unleserliche Untertitel, wichtige Geräusche, keine Toneinstellungen. Erstens: unleserliche Untertitel. Letzte Woche haben wir euch gezeigt, wann man Schrift gut lesen kann und wann nicht. Zum Beispiel, die Schrift muss groß sein. Das ist auch für Menschen wichtig, die nicht hören können oder die nicht so gut hören können. Denn sie brauchen gute Untertitel. Was das ist, erfahrt ihr jetzt. Untertitel sind Texte in Filmen und in Spielen. Sie zeigen, was jemand sagt. Untertitel sind sehr wichtig für Menschen, die schlecht hören. Doch leider sind Untertitel oft schlecht zu lesen. Du weißt schon, was besser wäre. Eine große und gut lesbare Schrift, auf einem Hintergrund mit viel Kontrast. Es muss klar sein, wer gerade spricht. Diese Untertitel sind groß und haben einen guten Kontrast. Die Farbe zeigt, dass gerade eine andere Person spricht. Auf dem Bild ist ein Screenshot von Shadow of the Tomb Raider zu sehen. Zwei Kinder unterhalten sich vor der Spielfigur. Am unteren Bildschirmrand sieht man die Untertitel. Sie sind hellblau auf einem dunklen Hintergrund. Diese Untertitel sind leider sehr klein und haben einen mittelguten Kontrast. Gut ist, es wird angezeigt, welche Person gerade spricht. Auf dem Bild ist ein Screenshot von FIFA 21 zu sehen. Der Fußballspieler Kaka spricht mit der Spielfigur. Am unteren Bildschirmrand sind die Untertitel. Sie sind weiß mit schwarzem Rand und sehr klein. Am Anfang der Untertitel steht Kaka. So weiß man, welche Figur gerade spricht. Zweitens: wichtige Geräusche. Oft gibt es in Spielen wichtige Geräusche. Zum Beispiel, wenn ein Gegner in der Nähe ist, du etwas tun sollst, zum Beispiel das Telefon klingelt, oder du einen Gegenstand einsammeln kannst. Diese wichtigen Hinweise müssen auch sichtbar sein. Wenn sich ein Panzer in Mario Kart 8 Deluxe nähert, hörst du das an einem Geräusch, das auch näher kommt. Und es wird dir mit einer Sprechblase angezeigt. Das Bild des blauen Panzers zeigt dir, dass er auf dem Weg zu dir ist. Es ist also nicht schlimm, wenn du das Geräusch nicht hörst. Auf dem Bild ist ein Screenshot von Mario Kart 8 Deluxe zu sehen. Am unteren Bildschirmrand wird ein blauer Panzer in einem Kreis angezeigt. Dieser zeigt an, dass der Panzer auf dem Weg zur Spielfigur ist. Im Spiel Minecraft gibt es gefährliche Gegner. Sie machen unterschiedliche Geräusche. So kann man hören, wenn sie in der Nähe sind. Am PC kannst du einstellen, dass es für die Geräusche Untertitel gibt. Dann weißt du, dass ein Monster in der Nähe ist, ohne dass du es hören musst. Diese Untertitel zeigen dir alle Geräusche in der Umgebung an. Das ist eine tolle Einstellung. Auf dem Bild ist ein Screenshot von Minecraft zu sehen. In der rechten Ecke stehen die Geräuschuntertitel mit einem Pfeil. Zum Beispiel Pfeil nach links, Wasser fließt. Jetzt weiß der Spieler, dass Wasser in der Nähe ist. Wenn du im Spiel League of Legends verletzt wirst, hörst du das. Und du siehst es auch. Dann färbt sich der Rand rot. Auf dem Bild ist ein Screenshot von League of Legends zu sehen. Jeweils oben und unten hat sich der Bildschirmrand rot verfärbt. Drittens: keine Toneinstellungen. Manchmal gibt es in Spielen sehr laute Musik. Das kann stören. Zum Beispiel, wenn du einem Gespräch zuhören willst. Vielleicht möchtest du auch die Stimmen lauter stellen, dann kannst du sie vielleicht besser hören.
Im Spiel ist es also wichtig, dass du viel einstellen kannst. Je mehr Einstellungen, desto besser. Dann kannst du es so machen, wie es für dich am besten ist. Zum Beispiel wie in die Sims 4. Der Screenshot von den Sims 4 Einstellungen zeigt die verschiedenen Lautstärken. Für jede kannst du einzeln bestimmen, wie laut sie sein soll. Es gibt Gesamtlautstärke, Objektmusik, Musik und Stimmen, Soundeffekte, Soundbenutzeroberfläche. Abschluss. Das waren die Barrieren im Bereich Hören. Auf welche Barrieren triffst du am häufigsten? Welche Einstellungen helfen dir am meisten? Hast du Ergänzungen? Nächste Woche geht es weiter mit dem Bereich Verstehen. Heute zeigen wir euch die Barrieren im Bereich Verstehen. Wir zeigen euch diese Barrieren. Keine Tutorials oder Trainingsmöglichkeiten, keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade, nicht überspringbare Spielabschnitte, keine Zusammenfassungen oder Wiederholungen, viel Text und Schrift. Erstens. Keine Tutorials oder Trainingsmöglichkeiten. Tutorial ist Englisch und bedeutet Lernprogramm. Ein Tutorial ist immer am Anfang des Spiels. Es erklärt dir die Steuerung, gibt dir wichtige Infos und du kannst das Spiel üben. Für viele Menschen sind Tutorials sehr wichtig. Sie wollen das Spiel in Ruhe üben, bevor es richtig losgeht. Manche Spiele bieten auch einen Trainingsmodus. Hier kannst du das Spiel ganz entspannt üben, auch nach dem Tutorial. Am besten ist es, wenn du bestimmte Dinge üben kannst, wie im Trainingsmodus von FIFA 21. Der Trainingsmodus von FIFA 21 bietet viele Möglichkeiten. Du kannst verschiedene Fähigkeiten trainieren, zum Beispiel Dribbling, Flachpass, Schuss und vieles mehr. Dieser Screenshot zeigt die verschiedenen Trainingsmöglichkeiten. Bewegung, Dribbling, Flachpass, Schuss, Verteidigung und Trainingsspiel. Zweitens. Keine verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Es ist wichtig, dass du die Schwierigkeit einstellen kannst. Um das zu entscheiden, gibt es Schwierigkeitsgrade. Dann ändert sich zum Beispiel, wie stark deine Gegner sind, wie viele Items du findest, wie schwer die Rätsel sind. Meistens gibt es drei Möglichkeiten: leicht, mittel, schwer. Manchmal gibt es auch mehr. Mindestens drei ist gut, dann kannst du das Spiel gut für dich einstellen. Doch es gibt bestimmte Dinge, die sie noch besser machen können. Zum Beispiel, es sollte gut erklärt werden, welche Auswirkungen die Schwierigkeitsgrade haben. Es sollte für verschiedene Teile des Spiels Schwierigkeitsgrade geben. Also, wie schwer soll das Kämpfen sein? Wie schwer sollen die Rätsel sein? All das macht zum Beispiel das Spiel Shadow of the Tomb Raider. Du kannst einstellen, wie schwer soll das Kämpfen sein, das Klettern und das Rätseln. Es wird genau erklärt, wie es sich auf das Spiel auswirkt. Der Screenshot zeigt die verschiedenen Schwierigkeiten: Kampfschwierigkeit, Geländeschwierigkeit und Rätselschwierigkeit. Darunter wird genau erläutert, welche Auswirkungen die Schwierigkeiten auf das Spiel haben. Drittens. Nicht überspringbare Spielabschnitte. Manchmal kann es vorkommen, dass du in einem Spiel nicht weiterkommst, obwohl du das Spiel gut kannst. Vielleicht ist ein Rätsel zu schwer oder eine Aufgabe wurde nicht gut erklärt und du weißt nicht, was du tun musst. Dann ist es wichtig, dass du einen Teil überspringen kannst. Sonst müsstest du wegen einer Aufgabe oder eines Rätsels das ganze Spiel beenden. Das wäre sehr schade. Im Spiel Grimmige Legenden, Der Fluch der Braut, wie auch in vielen weiteren Wimmelbildspielen, lassen sich Minispiele überspringen, wie dieser Screenshot zeigt. Auf dem Spielbildschirm steht: Minispiel überspringen. Bist du dir sicher? Wenn das Spiel keine Möglichkeit bietet, etwas zu überspringen,
dann sollte es gute Hilfen und Tipps haben, die dir helfen. Viertens. Keine Zusammenfassungen oder Wiederholungen. In einigen Spielen gibt es viel Text oder lange Unterhaltungen. Vielleicht werden Aufgaben sehr kompliziert erklärt und du konntest dir nicht alles merken. Oder du hast deine aktuelle Aufgabe vergessen. Dann ist es wichtig, dass du jederzeit nachschauen kannst, was musst du tun. Das Spiel The Legend of Zelda Breath of the Wild bietet ein Tagebuch. Hier kannst du dir jederzeit anschauen, was du als nächstes tun kannst. Der Screenshot zeigt das Tagebuch und die verschiedenen Hauptziele. Diese lauten: besiege Ganon, das Schwert des Helden, die vier Titanen und Erinnerungsfotos. Fünftens. Viel Text und Schrift. Oft gibt es in Spielen viel Text und Schrift, zum Beispiel zur Erklärung der Steuerung oder der nächsten Aufgabe. Die Einstellungen werden auch meistens in Schriftform angezeigt. Für Menschen, die nicht gut lesen können, kann das eine Barriere sein. Doch es gibt Sachen, auf die ein Spiel achten kann. Der Text sollte mit Bildern und Symbolen ergänzt werden. Der Text sollte einfach sein. Die Schriftart sollte klar sein. Dann ist der Text leichter zu lesen und besser zu verstehen. Guten Text gibt es bei Mario Kart 8 Deluxe. Hier wird eine gut lesbare Schrift genutzt. Die Symbole neben den Wörtern vereinfachen das Lesen. Der Screenshot zeigt das Mario Kart-Menü. Zur Auswahl steht Einzelspieler, Mehrspieler, Online-Turnier und lokales Spiel. Die einzelnen Begriffe werden durch ein Bild unterstützt. In Online-Spielen gibt es oft einen Chat. Im Chat kann man mit anderen schreiben. Das kann für manche schwer oder anstrengend sein. Hier kann ein Quick-Chat eine große Hilfe sein. Einen Quick-Chat gibt es zum Beispiel bei Among Us. Das ist der Quick-Chat von Among Us. Du kannst fertige Wörter und Sätze auswählen. Diese stehen dann im Chat. Dann musst du nicht mehr tippen. Der Screenshot zeigt den Among Us Quick-Chat. Folgendes steht zur Auswahl: Anklage, Besatzung, Systeme, Ort, Aussagen, Frage und Antwort. Abschluss. Das waren die Barrieren im Bereich Verstehen. Auf welche Barrieren triffst du häufig? Welche Hilfen sind dir beim Spielen besonders wichtig? Hast du Ergänzungen? Das war's mit unserer Videoreihe. Wir hoffen, es hat euch gefallen.